Moin Mädels! Moin Jungs! Ich bin's mal wieder, euer Kato und Kalle Koschinski. Ja, heute wurde ich als Tatortreiniger beauftragt, hier mal so ein bisschen zu putzen. Und ich dachte mir einfach mal, tut das Not, dass ihr mich hier ins Weltspace reinladen tut. Jetzt geht's wieder. Ich kann mir hier eine Map aussuchen, du, hör mal. Ich nehme einfach hier Athens Wreff erstmal und dann gucken wir einfach mal rein. Oder nicht? Janitor, 27 Jahre alt. Ja, ich habe mich gut gehalten. So. Alter, was ist das für ein Wobbelmob? Sag mal, tut das Snow, dass der Mob so wobbelt? Ah ja. Okay, ich kann hier richtig schön einen wegputzen. Geil. Ah, der ist jetzt dirty, oder was? Wo ist denn mein Eimer? So, jetzt kann ich auch alles dreckig machen, oder was? Also, das ist hier aber auch eine Sauerei, ey. Was haben die denn gemacht? Oh, guck mal, da steht ein Eimer. Aha, guck mal, da kann ich erstmal schön. Alter, wie viel soll ich denn hier sauber machen, Alter? Was ist das hier für eine Kacke-Party gewesen, ey? So. Unten wieder ausbringen. Ah, ich bin hier durchgelatscht. Muss mal aufpassen. Mann, Mann, Mann. War eine wilde Party hier, ne? Und, hier liegen noch so Gedärme rum. Oh, guck mal hier. Oh, was ist denn bitte? Ja, okay. Ich kann Herbert aufnehmen. Herbert Fick. Hä? Was? Muss ich ihn jetzt hier irgendwie reinladen oder was? Hä? Ich muss das erstmal sauber machen hier. Was ist denn das? As your janitorial work here, meets the requirements of the company as well as your own high personal standards? Hä? Was? Guck mal, ich kann den sogar wahrscheinlich in die Hand nehmen, ne? Guck mal. Das ist ja smart, ne? Oh, oh. Ihhh! Jetzt habe ich hier rumgesaut! Oh, guck mal, hier ist sogar ein Besen, Alter! Geil! Putzen, Junge, putzen! Also, warte mal. Was ist hier eigentlich mein Auftrag? Also, hier ist alles dreckig. So, wen nehmen wir denn hier mal auf? Was sind das überhaupt für Dinge? Ich werde hier irgendwo reingeschmissen. Ich weiß gar nicht, was hier zu tun ist. Hör mal. Was habe ich denn da wieder irgendwo rein... Ich kann... Was? Muss ich das hier rein, oder was? Oh, hä? Kommt jetzt der Eimer her? Achso, das ist eine Eimerfabrik. Ich brauche den nochmal neu. Aber warte mal, kann ich den Eimer hier irgendwie anstellen? Ah, das ist ja praktisch. Da gibt es immer einen neuen Eimer. Also erstmal mache ich hier gerade wieder viel mehr Dreck als nötig, ne? Warte mal, hier kann ich doch bestimmt Leichenteile verbrennen, oder was? Ja, guck mal. Hier schmeißen wir jetzt erstmal diesen Kopf rein. Und rein damit. Der hat kurz gebrannt. Ah, heiß! Also ich weiß jetzt nicht, ob das ethisch so ganz korrekt ist. Was sind das hier für ein Fass? Kann man das da auch reinschmeißen? Mach mal zu hier. So. Ich meine, das gehört ja auch zum Job, ne? Man muss da ja auch eine gewisse Resistenz für entwickeln. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mache. Oh. Oh. Es tut mir leid, aber deine Beine sind zu schwer. So. Sehr schön. Ja. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Was ist das denn hier eigentlich? What a load disposal bins. Würde ich jetzt einfach mal... Bionosana Vasa. Also packe ich das jetzt da rein oder was? Mach mal. Oh. Hands off. Wurstfach? Wurstfest. Ach, hier kommt die Wurst rein. Ich bin ein bisschen überfordert. Aber ich finde geil, dass man hier mit allen Scheiß rumspielen kann. Also ich habe viele Fragen. Sagen wir es mal so. Und ich mache hier nur Schmutz, ne? Also ich bin ja hier eigentlich noch nicht fertig. Aber ich muss sagen, das war schon ziemlich einfach. Ich glaube, ich habe den Auftrag nicht richtig ausgeführt. We are coming for you. Wer droht denn mir hier? Company shutdown. You arrived at the work of site of full enthusiasm.
Unfortunately, you used it to make a worse mess than when you started. Ich habe mir doch voll Mühe gegeben. Oh, Entschuldigung. Was ist das denn hier für eine Boombox? Ich geb dir Ehre in den Arsch rein. Oh, oh, oh. Ich geb dir Ehre in den Ass rein. Yeah, yeah, yeah. Ich geb dir Ehre in den Arsch. Yeah. Also, so wie ich das Zeugnis jetzt wahrgenommen habe, ist der erste Aufschrei nicht so sonderlich supi gelaufen. Wir versuchen das jetzt nochmal, ne? Warte mal, Average Length? Die wollen mir wirklich sagen, ich brauche eine Stunde dafür, um das Heile zu sauber zu machen? 3 Stunden? Wer braucht denn 3 Stunden zum Saubermachen, so ein Blödsinn? Bisschen saugen, bisschen wischen und dann fertig, wie im Schlafzimmer. Jetzt sind wir auf einmal 19? Immerhin volljährig. Bin ich early. Unknown Mantis entities appear to have invaded from below the surface. Yes, they were disturbed by facility operations. They have almost certainly all been terminated by this point, surely. Ich bin auch fasziniert von meinen Englisch-Skills, keine Sorge. Work safe. Work smart, work hard, work! Die jetzt schon wieder Kommentare reinrasseln. Kalle, du musst das und das. Ich habe mich nicht vorbereitet, ist doch klar. Die Vorbereitung ist einfach my look und I look amazing. Verstehst du das? Jetzt habe ich es euch gegeben. Scheiß Kinder. Also wir sollen hier aufräumen. Das kriege ich so mit. Sind Leute gestorben, die Leute haben geblutet, irgendwas. Und wir sollen jetzt hier einfach putzen, Junge. Das machen wir jetzt. So, jetzt fangen wir schon wieder an rumzuschmieren. Boah. Und nochmal. Alter, wie groß ist das denn hier? Junge, wie soll das denn alles clean kriegen? Also hier ist wieder so ein Ofen. Ich würde einfach alle Leichenteile gleich reinschmeißen. So, hier ist ein Eimer. Das Wasser wird auch noch dreckig. So, dann kann ich jetzt aber mal irgendwo hin mitnehmen gleich, ne? Oh, war ja. So, aber ich kann ja diese Teile hier zum Beispiel tragen. Und jetzt machen wir hier erstmal einen großen Haufen. Was ist das denn? Alarm! Man kann hier die Organismen verbrennen. Yo! Ich weiß nicht, warum ich hier so eine Waffe habe. Aber ich habe Lust, Dinge in die Luft zu springen. So, wir nehmen jetzt erstmal weitere Teile an. Wir stapeln erstmal. So. Oh mein Gott, das tut mir leid. Ach du Schande. Aber ich bin auch stark. Ne? So. Na, Freundchen? Alles okay? Nein! Es war schrecklich! Die haben uns alle komplett aufgefressen! Scheiße, Bruder. So. Also, das ist auch eine absolute Leichtigkeit, hier diese großen Körper einfach durch die Gegend zu tragen, ne? Alter, ist das widerlich. Ah! Ah! So, technisch gesehen würde ich das jetzt hier einfach alles reinschmeißen. Aber ist das überhaupt das, was sie wollen? Guck mal, der dance voll. Baby, baby. Yeah, 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 yeah. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. So, jetzt würde ich den Ofen hier mal anschmeißen, ne? So, einen für Mama, einen für Papa, einen für Oma. Immer schön rein mit den Leuten da. Das ist doch bestimmt richtig, was ich hier mache. Das Ding hat ordentlich zu tun. Ich pack die Ehre in den Arsch rein, na, na, na. Ich pack die Ehre in den Ass rein, na, na. Das ist echt widerlich. Diese Viecher, die geben mir den Rest. Bin ich ehrlich. Nein. Mann, lass es überhaupt jetzt! So, weg mit dir. Jetzt müssen wir hier mal wischen, ne? Wo ist denn mein Wischer? Sag mal, will das nicht sauber werden oder was? Kann ich das nicht irgendwie wegbrennen? Gut, dann nehmen wir nochmal unseren Ballermann hier, wa? Du kannst unter Umständen doch auch sauber werden. Was ist das denn für ein Haufen Kacker? Ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum ich das kann. Also wischen tue ich hier nicht. Die Scheiße gebe ich mir nicht. Das sind alles koordinierte Explosionen mittlerweile, ne? Mach dir keine Sorgen, ich bin der Profi. Aua. Tu das nur, dass das hier so dirty ist. Mann, macht das Spaß, den ganzen Tag hier wischen. Wenn es nicht sauber wird, aber das bedeutet ja gefühlt, ich brauche da ein anderes Mittel, oder? Aber auch nicht so richtig. Gibt es irgendwie Shampoo oder was? Oder irgendwie Meister Propper? Was ich da drüber schmieren kann oder was? Sie schmieren hier schon wieder alles voll nur. Jetzt reicht's mir. So. Boah. Ah! Ah! Ah!
Das war Tatortreiniger im Weltall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.